Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Es ist in den frühen Morgenstunden, als der todkranke Luigi Chedia unter freiem Himmel dieses Stoßgebet loslässt. 5 Jahre lang hat der junge Mann gegen den Krebs gekämpft und jetzt scheint alles zu Ende. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Geschichte Zu jung, um zu sterben, hier bei Mensch Gott. Ich begrüße ganz herzlich Luigi Chedia. Hallo. Ja, Sie waren zu Hause nach einer langen Leidenszeit im Krankenhaus. Mhm. Haben scheinbar einfach nur auf den Tod gewartet. Was ist denn da passiert, dass Sie da am frühen Morgen ins Freie gelaufen sind? Also, ich habe ja im Prinzip schon erzählt, dass ich die Schmerzen, die ich nicht mehr ertragen konnte, und diesen Zustand, dass ich bei mir was aufgebaut hatte. Ich hatte einfach das Bedürfnis, rauszugehen. Und ich hatte sehr viele offene Fragen. Ich habe mir Fragen auch gestellt, was passiert, wenn ich sterben sollte, wie geht's weiter? Und die Not war so groß, dass ich einfach zu Gott geschrien habe. Ich habe zum Himmel hochgeguckt und habe gesagt, Gott, wo bist du? Sie haben gesagt, dass Sie keine Antwort bekommen haben. Es blieb still. Wie sind Sie damit umgegangen? Die Stille war für mich natürlich sehr enttäuschend. Mhm. Also ich bin weinend nach Hause gegangen. Ich hatte vielleicht die letzten Kräfte. Das waren auch die, im Prinzip die letzten Tage, wo ich dann daheim war. Ich musste ja wieder dann ins Krankenhaus, weil es ja daheim auch nicht mehr ging, wegen der Atmung. Aber ich war sehr enttäuscht. Zumindest die 24 Stunden, wo ich noch keine Antwort auf meine Fragen hatte. Gebet hilft also nichts? Es gibt ein Vorher und Nachher. Heute weiß ich, dass Gebet sehr viel bewirkt. Und dieses Gebet hat auch was ausgelöst. Dieses Gebet hat ausgelöst, dass 24 Stunden später Entschuldigung, die Tante meines von einem Kumpel von mir, sie mich angerufen hat und sie sagte, sie weiß von meiner Geschichte, von meiner Not. Und sie betet immer wieder für mich und wir beten auch als Gemeinde für dich, obwohl du mich nicht kennst, sagt sie. Und aber an diesem Tag war etwas Besonderes. Mhm. Woher kannte die Frau denn Sie? Diese Frau, sie kannte mich nicht. Mhm. Sie hatte nur dieses Gebetsanliegen, also von meinem Kumpel, der gesagt hat, Tante, bete für den Luigi. Mhm. Und mehr wusste sie nicht. Sie wusste zwar, was ich hatte, dass ich Krebs hatte. Und sie betete immer wieder. Und die Gemeinde betet auch immer wieder, obwohl ich noch nie Kontakt zu diesen Menschen hatte. Die rief dann also an und was erzählte die dann am Telefon? Sie rief an und meine Mutter ging ans Telefon und sagte, du, da ist eine Frau am Telefon, die dich unbedingt sehen will. Ja? Sie will mit dir sprechen und sie will dir etwas sagen, was sie am Telefon nicht sagen kann. Mhm. Für mich war das ein bisschen so komisch erstmal, weil wir kommen so auch aus einer Kultur, also ich bin Italiener, und wir haben sehr viel Mystisches auch im Land. Und für mich war das so ein bisschen so Abracadabra vielleicht. Und wer weiß, was die Lady, was sie von mir will. Aber ja, sie sagte, sie muss mir unbedingt was sagen. Und sie kann es mir und sie will es jetzt nicht am Telefon sagen. Wie hat sie es Ihnen dann gesagt? Sie kam zu mir nach Hause. Meine Mutter sagte, komm, jetzt lass sie einfach mal kommen. Mhm. Und dann stand sie mir gegenüber und erzählte mir, dass sie beim Putzen war. Und sie musste das Putzen aufhören und für mich beten. Einfach dieses, es ist etwas, was ich in dem Moment nicht erklären konnte, also wie das funktioniert. Aber sie musste unbedingt für mich beten. Sie hatte das Bedürfnis, für diesen Jungen zu beten, jetzt. Also nicht nachher, später, wenn das Putzen vorbei ist, sondern jetzt. Mhm. Und im Gebet hat sie einfach im Herzen bewegt, dass sie zu mir nach Hause kommen soll. Und sie soll mir ausrichten, dass Gott meinen Schrei gehört hat. Mhm. Und da fiel ich zusammen. Mhm. Sie hat es auch erzählt, dass es war ganz natürlich, es war nichts Komisches, nichts Mystisches, von dem man sich eigentlich erst erwartet hat, sondern einfach, Gott hat deinen Schrei gehört und er liebt dich. Was heißt, Sie fielen zusammen? Ich fiel wortwörtlich zusammen. Ich brach zusammen auf die Knie,
weil es war wie in dem Moment Gott zu mir spricht. In einem ganz natürlichen Gespräch, weil es konnte niemand wissen. Selbst meine Eltern habe ich nichts erzählt, dass ich am Vortag irgendwo auf einer Wiese war. Es hat keiner was gewusst. Mhm. Und ich war überführt, überwältigt. Ich fiel in mich zusammen, habe nur noch geweint. Und, mhm. Und Gott hat da schon gewirkt mhm. in meinem Herz. Und wie hat die Frau dann darauf reagiert, dass sie da zusammengebrochen sind? Also die Frau war auch erstaunt. Mhm. Es war auch eine ganz komische Situation. Mhm. Sie hat mich am Boden gesehen und jeder dachte eigentlich, dass ich jetzt arg weine, weil ich wahrscheinlich mich bemitleide, wie sehr ich mhm. krank bin. So hat es auf jeden Fall meine Mutter so aufgefasst, hat dann auch mitgeweint. Aber mein Weinen war komplett anders. Mhm. Mein Weinen war, ich stand einer unverdienten Liebe und einer Botschaft, die mein ganzes Leben verändert war. Es hat mich einfach überwältigt. Mhm. Und ich habe geweint und im Prinzip war das die Sache, es gibt ihn doch. Mhm. Und ich weinte, weil ich ihn neu entdeckt habe und Gott in meinem Leben einfach, es war da und für mich war das überwältigend. Mhm. Was löste das dann weiter in Ihnen aus? Wie hat sich das ausgewirkt dann auf Ihren Zustand? Sie waren ja ein todkranker Mensch. Also das Ganze hat angefangen in dem Moment auch, wir wussten ja nicht weiter, mit einem weiteren Gebet. Mhm. Und dieses Gebet betraf einfach, sie sagte, lad doch Jesus in dein Leben ein. Und ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, mit ganz einfachen Worten, komm du in mein Leben und aus diesem Chaos, körperlich, geistlich, seelisch, mhm. Mach du was draus. Und als ich dieses Gebet gesprochen habe, war ein Friede, der sich in meinem Herzen verankert hat. Mhm. Das war nicht mehr äußerlich, ich musste nicht irgendwie irgendwo hin und suchend, sondern es war innerlich, es war neu, es war noch klein, also ein kleiner Glaube, aber es hat jeden Tag, es ist mit mir gewachsen. Mhm. Sie haben sich dadurch dann so verändert, dass selbst die Leute in Ihrem Umfeld das mitbekommen haben. Mhm. Obwohl es Luigi Chedia gesundheitlich immer schlechter geht, hat er immer mehr Hoffnung. Sein Umfeld ist erstaunt. Das Besondere an ihm war, dass er Hoffnung hatte. Also er hatte die Hoffnung, dass er gesund wird, gegen die medizinische Diagnose, die ihm gestellt wurde. Und das hat mich selber eigentlich auch ermutigt, ihn zu begleiten, ihn zu ermutigen, ihm Hoffnung zu machen und ihm zu sagen, du schaffst das. Die Veränderung, was ich bei Luigi gemerkt habe, war ganz arg. Er war viel ruhiger. In dem Moment, wo er Ja zu Jesus gesagt hat, diese Entscheidung, die er dann getroffen hat, er hat so einen tiefen Frieden in sich gehabt, dass man das gemerkt hat. Und diesen Frieden hat er auch ausgestrahlt. Obwohl die Ärzte mit Schocknachrichten kamen, eine Nachricht nach der anderen, hat er diesen Frieden in sich. Sie waren sogar auch wieder bereit, sich behandeln zu lassen, obwohl Sie die Klinik gemieden haben. Warum? Ich musste wieder ins Krankenhaus. Mhm. Also die Einstellung hat sich ja noch nicht von jetzt auf nachher verändert, ja. Sondern mein Körperzustand hat es nicht mehr zugelassen. Mhm. So musste ich wieder ins Krankenhaus. Ich wurde dann auch mit Sauerstoff behandelt, weil es war dann so, dass der Körperzustand sich verschlechtert hatte, der Tumor einfach weiter wuchs und die linke Lunge dann ausgesetzt hatte. Mhm. Körperlich ging es Ihnen immer schlechter. Und wie war das seelisch oder geistlich, wie man das sagen soll, bei Ihnen? Also es war ein Wasserbad der Gefühle. Mhm. Es gab Tage, wo ich im Prinzip auch wirklich so Todesgedanken hatte. Und es gab Tage, wo ich sah, dass ich heirate, dass mein Leben weiterging. Ich habe immer wieder auch dann natürlich Bibel gelesen. Ich hab eine Bibel nie in der Hand gehabt. Mhm. Ich habe sie aufgeschlagen, einfach so, weil ich nicht wusste, wie mit diesem Buch umzugehen ist. Und habe dann Sätze gelesen, wenn Tausende zu deiner Linken fallen, 10.000 zu deiner Rechten, dich wird es nicht treffen. Mhm. Und ich habe daran ganz stark geglaubt. Mhm.
Sie sahen, dass Sie heiraten. Wie haben Sie das gesehen? Vielleicht war es eine Wunschvorstellung. Mhm. Ich sah es einfach in meinem Herzen. Also wenn ich jetzt mir irgendwas vorstellen kann, Gott hat uns da einfach eine Vorstellungskraft gegeben. Mhm. Und für mich war das im Prinzip mehr als eine Vorstellungskraft. Es war nicht von mir, mhm. sondern es wurde mir irgendwie gegeben. Es waren Bilder, die ich sah, Cinzia, meine Frau, mit mir am Altar. Ich sah ein Licht auf uns. Ich sah, wie das Leben weiterging mhm. und wie wir einfach glücklich werden. Mhm. Sehr spannend. Erlebt man das nur in so Ausnahmezuständen, wie Sie da gerade waren? Also natürlich war ich auch unter Medikamenten. Mhm. Also es ist immer wieder auch so von meiner Familie so aufgefasst worden, okay, er fantasiert oder mhm. die Realität war ja eine andere. Aber es hat mich nicht losgelassen. Ja. Ich habe diese Bilder auch in meinem Herzen abgeknipst. Mhm. Ich habe sie festgemacht. Und das Ganze hatte ich immer in Verbindung mit Gott. Mhm. Nur mit ihm werde ich das jemals überleben. Haben Sie das den anderen auf der Station auch erzählt? Oder haben Sie das für sich behalten? Also, wo ich nur konnte, das, was ich, ich sag mal, in meiner Bibel gelesen hatte, das habe ich mit meinen Bettgenossen immer wieder geteilt, mhm. ob sie wollten oder nicht. Mhm. Es war einfach übersprudelnd. Ja. Also Sie haben auch, weiß ich aus Ihrer Geschichte, ganz laut Jesus da gedankt auf der Station, obwohl es Ihnen immer schlechter ging. Wie haben die anderen Leute da darauf reagiert, die Ärzte? Also das war danach. Mhm. Das war nachdem, es ist etwas Unfassbares passiert. Im Prinzip wurde ich ja verlegt, auch im Krankenhaus, in die Palliativabteilung. Ich wurde nur mit Schmerzmitteln auch behandelt. Man hat mir auch ganz klipp und klar gesagt, es geht hier nur noch um eine Lebensverlängerung, aber wir sehen auf keine Genesung aus. Mhm. Und eines Tages, mir ging es schlecht. Ich dachte, es kommt von diesen Medikamenten. Ich schaffe es gerade noch zur... Ich habe so eine Schale gehabt neben am Bett. Ich schaffe es gerade nach hier zu greifen und ich erbreche. Und ich erbreche ein Stück des Tumors. Also ich wusste nicht, dass es jetzt Tumor war. Das hat man mir später dann erklärt. Aber es war ein Stück, ich beschreibe es mal, Fleisch mit ja. ein bisschen übersät. Meine Lunge war frei. Mhm. Und ich konnte ja zu dem Zeitpunkt ja nur noch auf einer Lunge atmen. Und das habe ich gleich gemerkt. Und dann war ich einfach außer mir. Ich habe dann geschrien, Jesus hat mich geheilt, Gott hat mich geheilt. Schickt mich zum Röntgen. Mhm. Und ich konnte mich nicht beruhigen. Also in dem Moment, da wo Sie sich erbrochen haben, was haben Sie denn gedacht, was da in der Spuckschale liegt? Also in meinem Herzen wusste ich, irgendwas ist passiert, mhm. weil... Es kann nur etwas sein, was auf jeden Fall die linke Lunge vorher verstopft hatte. Mhm. Als ich ja stumm geklingelt habe am Bett, ja. kamen ja die Ärzte und auch die Krankenschwestern rein. Und die waren außer sich. Die dachten als allererstes, ich lag da vielleicht am Sterben jetzt. Ja. Aber ich habe gesagt, Jesus hat mich geheilt. Ich kann atmen, ich kann wieder atmen. Mhm. Und ein Arzt hat mich versucht zu beruhigen und gesagt, okay, jetzt kommen Sie da erstmal runter und erwarten Sie sich keine Wunder. Also war sehr, er hat mich da wirklich zu Boden geholt. Aber ich habe nur noch gesagt, bitte schickt mich zum Röntgen. Ich will, irgendwas ist da passiert. Dann hat man dieses Ding mitgenommen. Und man hat es dann ins Labor geschickt und mich hat man ins Röntgen geschickt. Ja. Ja, und was die Röntgenaufnahmen gezeigt haben, das gucken wir uns mal an. Mhm. Egal, wie es ausgeht. Ich hatte genau an dem Tag eben auch Dienst und war dann diejenige, die dann auch dieses Gewebe mitgenommen habe, habe das dem Arzt gezeigt und der war ganz ungläubig, dass das jetzt aus der Lunge kommen soll. Und ich habe halt, wir haben dann überlegt, was wir damit machen. Ich habe gesagt, also am besten untersucht man das. Und das wurde dann eben in ein Speziallabor geschickt, um zu untersuchen, ist das tatsächlich Tumorgewebe oder was ist das eigentlich? Hier auf der rechten Aufnahme sieht man die Lunge 1994 mit einem massiven Befall vor allen Dingen der Lunge.
Und hier auf der linken Seite die Lunge völlig in Ordnung, das Herz völlig in Ordnung. Die Erkrankung verschwand in wirklich kürzester Zeit, vor allen Dingen auch im Anbetracht dessen, wie viele Jahre davor die Erkrankung ja auch gelaufen war. Sie war von 1989 bis 1994 gegangen und jetzt war sie innerhalb von Wochen plötzlich verschwunden. Die Heilung von Herrn Chedia ist medizinisch nicht zu erklären. Luigi Chedias Leben geht weiter. Ein Jahr nach der Genesung heiratet er Cinzia. Gegen alle ärztlichen Prognosen lebt er heute ohne jegliche Medikamente und treibt wieder leidenschaftlich gerne Sport. Also krasse Geschichte, muss ich wirklich sagen. Ich frage mich immer noch die ganze Zeit, wie kann man einen Tumor erbrechen? Ich weiß es nicht. Es war restlos verschwunden. Die Röntgenaufnahmen haben es gezeigt. Wie waren die Reaktionen auf der Station? Also es war einfach unfassbar, was da passiert ist. Die Ärzte haben auch mir berichtet, mit ihnen macht man echt was mit. Es gab ja nochmal so eine Geschichte danach mit dem Blutbild. Mhm. Und zwar hat sich auch nach kürzester Zeit mein komplettes Blutbild wieder in den Normalzustand begeben. Wie war das? Also es war dann so, nach diesem Tumor, den ich da ausgespuckt habe, hat man ja endlich gesagt, wow, jetzt sind wir so weit, wir sehen nichts mehr auf den Bildern, aber wir wollen doch endlich mal diese Hochdosistherapie machen. Das tun wir einfach, um sicher zu gehen, dass da keine weiteren Zellen sind. Mhm. Und da ist ein zweites Wunder passiert, was die Ärzte auch da nicht begreifen, die ganze Station außer sich gelassen hat. Und zwar war das so, dass mir hat man diese Hochdosistherapie angesetzt. Ich kam dann auch so in so einer Inkubationszelle, eine keimfreie Zelle. Und man weiß aus Diagnosenberichten, dass das Blutbild sich erst massiv verschlechtert. Dann kriegt man, ich war selbst Spender, also Knochenmark, Stammzellen wieder gespendet. Und dann regeneriert sich das Blutbild nach und nach. Und normalerweise dauert das Wochen. Bei mir hat der ganze Prozess in 7 Tagen stattgefunden. Mhm. Also fast so wie bei der Schöpfung. Es war interessant, dass 6 Tage lang, von dem 6. auf dem 7. Tag, hat sich mein Blutbild extrem verbessert. Mhm. Und so, dass die Ärztin kam, sie nahm mir Blut ab, wie jeden Morgen, kam aber nach 1,5 Stunden wieder und sagte, es muss ein Laborfehler sein, wir müssen ihnen wieder Blut abnehmen. Mhm. Ich sagte, warum, wieso, ist da was? Mhm. Sagte die Ärztin, nein, aber sie haben ein Blutbild eines gesunden Menschen, das kann nicht sein. Mhm. Und da war ich wieder außer mir, als sie rausging. Sie kam auch wieder mit einer Visite, einer ganz großen Visite auch von Ärzten von anderen Abteilungen. Mhm. Und dieser Satz kam von einem Chefarzt und sagte, Herr Chedia, mit Ihnen machen wir echt was mit. Haben Sie das damals denn ganz bewusst mit Gott in Verbindung gebracht? Yeah. Ja. Ich wusste, in dem Moment, als ich Ja zu Gott gesagt habe, bevor dieser Heilungsprozess auch stattgefunden hat, haben sich innerliche Heilungsprozesse erstmal. Es hat in mir was stattgefunden. Mhm. Einfach die Zuversicht, die Hoffnung und dass er da war. Und es war kein Zufall mehr. Mhm, mhm. Und die Leute, die Ärzte, die Patienten, haben die das auch mit Gott in Verbindung gebracht? So wie Sie? Also es gab auch Patienten, das, was ich hatte, das habe ich auch gleich weitergegeben. Mhm. Es gab Patienten, die sehr, sehr viel Kraft von diesem Erleben, meinem Erleben, einfach bekommen haben. Mhm. Dass es Hoffnung auch für sie gibt. Und ich durfte auch Patienten erleben, wo auch da Gott gewirkt hatte. Mhm. Und wir haben füreinander gebetet und es war einfach eine berührende Zeit. Mhm. Natürlich gab es auch Menschen oder Bettnachbarn, die ich verloren hatte. Mhm. Und es blieben offene Fragen, aber Gott war da. Ja. Sind Sie denn jetzt richtig geheilt gewesen? Also oder was ist da passiert? Also hatten Sie jeweils wieder Beschwerden? Ich hatte nie wieder Beschwerden. Mhm. Also die Ärzte waren natürlich vorsichtig mit der Aussage, okay, du bist jetzt geheilt, sondern warten wir mal ab. Mhm. Mhm. Aber es vergingen einfach Jahre. Ja. Die erste Phase waren ja 5 Jahre. Das ist so ein Richtwert,
dann die nächsten 10 Jahre. Mhm. Und mittlerweile ist sehr viele Jahre sind ins Land gegangen. Ihre Familie war wahrscheinlich auch überglücklich. Also haben Sie erstmal ein großes Fest gefeiert oder was haben Sie gemacht, als Sie wieder heimkamen? Also es war jeden Tag ein Fest. Ja. Es ist immer wieder, wenn wir jetzt auch noch dran denken, wie sich ein Leben verändern kann in einem Augenblick vom Tod zum Leben und auch Leben in, die Bibel sagt, Überfluss. Das hat natürlich Konsequenzen gehabt für meine ganze Familie. Was ist aus Ihrer Vision da geworden, aus Ihrem Traum? Ich habe tatsächlich ein Jahr später geheiratet. Mhm. Dieses Wort hat, oder diese Vision hat sich erfüllt. Mhm. Und es war auch im Prinzip fast genauso, wie ich es im Herzen gesehen hatte. Es war interessant, dass ich ja ein Licht gesehen habe auf uns, während wir uns das Ja-Wort gegeben haben. Und das war tatsächlich so, dass diese Kirche hatte eine Glaskuppel, die wir eigentlich gar nicht bemerkt hatten. An diesem Tag war es sehr bewölkt, diesem 16. September 1995. Mhm. Aber als wir uns das Ja-Wort gegeben haben, riss die Wolkendecke auf. Mhm. Es hört sich an wie ein Märchen, aber das war wirklich so. Das ist auch auf Bildern zu sehen. Und da schien einfach ein Licht auf uns und auch da ein sehr bewegender Moment. Mhm. Sie hatten sich geschworen, niemals mehr eine Klinik zu betreten. Heute machen Sie das aber regelmäßig und besuchen kranke Menschen, die zum Teil auch todkrank sind. Was sagen Sie denen? Erstmal versuche ich ihnen Gott näher zu bringen. Die erste Heilung findet in der Beziehung mit Gott statt. Meine erste Heilung hatte über Leben und Tod hinaus mit der Beziehung mit Gott zu tun. Ich habe kapiert, dass Gott ein liebender Vater ist und diese Liebe, die will ich einfach weiterbringen. Und das gibt Menschen, die auch todkrank sind, sehr viel Kraft. Ihnen wird nicht das Blaue vom Himmel versprochen. Es ist bei mir passiert. Aber ich sage es immer so zu den Menschen, die einfach da auch mit ihrer Krankheit kämpfen. Und ich sage es, gib Gott eine Chance. Und vor allem, wenn sie Gott noch nicht kennen. Ja. Und lass ihn in dein Leben rein und lass alles andere, überlass es ihm. Mhm. Bei mir war es auch so, ich musste auch Dinge loslassen, auch dieses Verkrampfte, die Heilung nur zu suchen, sondern die Heilung kam mit der Beziehung zu Gott. Und das war viel größer als die körperliche Heilung. Mhm. Wenn Sie da ins Krankenhaus gehen, sind das fremde Menschen, auf die Sie dazugehen? Oder? Also es ist gemischt. Mhm. Ich bin ja mittlerweile Pastor auch einer Gemeinde. Mhm. Und es gibt natürlich kranke Menschen, die ich besuche, die Gemeindemitglieder sind. Aber auch es sind Menschen, die ich nicht kenne, die vom Freundeskreis oder von irgendwo wissen, ich habe da was erlebt und ich kann den Menschen Hoffnung geben und sie laden mich ein. Und, und wie gehen Sie damit um, dass Sie geheilt wurden und andere Menschen sterben müssen? Am Anfang war es sehr schwer für mich, weil ich auch einen kostbaren Freund verloren habe, den ich auch zu dieser Krankheitszeit kennengelernt habe. Er war Christ und ich war damals so auf dem Weg. Und ich dachte, er hatte einen ganz anderen Glauben gehabt wie ich. Und ich habe auch mit Gott am Anfang sehr gerungen und gesagt, warum hast du mir hier das Leben gegeben und ihn hast du genommen. Ja. Und ich kann aber heute das auch ruhen lassen, weil ich gehe immer vom Ursprung aus, dass Gott keine Fehler macht. Auch wenn er jemanden nach Hause holt. Und wenn es darum geht, er darf auch mich nach Hause holen, wann er will. Das heißt, Sie wären jetzt jederzeit bereit zu sterben? Ich wäre jederzeit bereit zu sterben. Diese Angst vorm Sterben, die habe ich nicht mehr. Ich bin ja schon, man sagt ja, in dieser Zeit bin ich 1000 Tote gestorben. Und irgendwann mal ist auch der Tod, also für mich ist es nur ein Übergang. Und wenn Gott sein darf in meinem Leben, dann darf er auch da mich nach Hause holen, wann er will. Vielleicht noch eine Frage, muss ich erst todkrank werden, um Gott erfahren zu können? Nein, um Gottes Willen.
Bei mir war es so, dass aus Minus Plus wurde. Ich glaube, für mich persönlich, dass ich ohne diese Krankheit nie zu Gott gefunden hätte. Weil ich ein sehr stolzer und auch arroganter Mensch war. Mhm. Ich war von mir überzeugt, das Leben war eine Party. So bin ich naiv durchs Leben gegangen. Wird schon alles werden, lass Gott Gott sein. Lass die gläubigen Menschen auch in die Kirche gehen. Mhm. Aber diese Krankheit war für mich ein Plus. Mhm. Es hört sich extrem vielleicht für manche Menschen komisch an, aber ich habe auch immer wieder zu Gott gesagt, müsste ich nochmal durchgehen, um da zu stehen, wo ich jetzt stehe, würde ich es nochmal machen. Vielen Dank. Ich bin echt geflasht, beeindruckt. Ich habe selten so ein Wunder vor mir sitzen gehabt. Vielen Dank für Ihre Geschichte. Gerne. Ja, Sie haben es gehört, man muss nicht erst sterbenskrank sein, um Gott erleben zu können. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann probieren Sie es doch einfach mal aus. Ein schlichtes Gebet genügt. Noch mehr Begegnungen zwischen Himmel und Erde gibt es in unserer Mediathek oder auf YouTube. Dort finden Sie auch den ersten Teil unserer heutigen Geschichte, falls Sie den verpasst haben sollten. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Gott. Tschüss. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Sie erreichen uns telefonisch unter 06441 957 14 14 oder per Mail an menschgott@erf.de.